Hey Leute, willkommen wieder bei Bannermeister und heute geht es mal um Splatoon. Ja, jetzt mit ein paar Tagen Verspätung kann ich das Spiel auch endlich meinen eigenen. Richtig cool, ich habe ja drauf gewartet und eigentlich ist es ja auch am Freitag erschienen. Heute ist übrigens Montag und endlich kann ich es haben und bin super froh darüber und freue mich. Ja, eigentlich wollte ich mir das Spiel gar nicht unbedingt kaufen, da mich das noch nicht so sehr angesprochen hat und auch die Demo, die es ja gab, die ich geschafft habe, einmal zu spielen und mich zu verbinden, hat mich jetzt noch nicht so sehr überzeugt, aber ich möchte es mir dann doch mal angucken, vielleicht gefällt es mir dann doch und die Mary wollte es auch unbedingt spielen und deswegen habe ich es jetzt einfach mal geholt und natürlich dann in der Edition auch mit der Amiibo von dem Inkling Squid beziehungsweise der Kalmar, wie auch immer man das nennen will. Auf jeden Fall ist er halt auch mit dabei und man hat wieder diese große Box. Und man kann bei diesem Spiel alle drei Amiibo verwenden, den Jungen, die Frau und den Squid. Und damit irgendwie kleine Aufgaben freischalten, wo man was freischalten kann oder so. Ich weiß es nicht so ganz genau. Und es gibt hier halt einen Einzelspielermodus, der jetzt zwar ganz nett sein soll, aber ich weiß nicht genau, wie gut der dann ist. Und es gibt halt diese Online-Kämpfe 4 gegen 4, wo man halt sich abknallt und gucken muss, wer am Ende mehr Farbe auf dem Territorium verteilt hat. Und ja, da bin ich gespannt, wie sich das dann so alles spielt. Schauen wir mal. Ich werde jetzt erstmal diese Box hier öffnen. So. Und innen drin habe ich eine Menge Pappe und halt die Amiibo-Figur. Die habt ihr jetzt gerade schon gesehen. Die packe ich auch noch nicht aus. Ich weiß nicht, ob ich sie mal auspacke oder ob ich sie mir irgendwann nochmal hole. Das weiß ich noch nicht. Aber wir haben hier natürlich noch das Spiel. Deswegen kommt der Karton an die Seite. Und hier drin haben wir Splatoon, das Spiel für die Wii U. Ja, hier ist so ziemlich das gleiche wie auch bei dem anderen. Hier steht halt drauf, wechsle deine Gestalt und wechsle deine Taktik. Wilde Online-Kämpfe 4 gegen 4. Mal gucken. Man kann das Ganze ja mit dem Gamepad spielen, mit Bewegungssteuerung, was ich nicht so mag. Man kann aber auch umstellen, dass man mit beiden Joysticks spielt. Ich hoffe, das ging auch mit dem Gamepad, mit dem Pro-Controller. Das muss ich dann mal schauen, weiß ich jetzt nicht. Ich mache das Ganze dann mal hier auf an der Folie, wenn ich es dann hinbekomme und das aufgehen will. Das will wohl nicht so ganz, wie ich will. So, jetzt haben wir es aber geöffnet. Folie an die Seite und wir schauen uns das mal genauer an. Ja, das Cover finde ich eigentlich ganz schick. Da sieht man alle drei Charaktere und der Titel und eine Menge Farbe. Und ja, machen wir es mal auf. Innen drin haben wir eine ziemlich dicke Anleitung mit Altersbeschränkungen und so weiter. War nicht schon immer so dick, kann mich nicht daran erinnern, aber gut, die ist auch in 10 Millionen Sprachen, deswegen. Und das war es auch schon, mehr Anleitungen gibt es nicht. Aber es gibt noch eine CD und diese CD sieht so hier aus. Vom Design her finde ich das doch ganz cool mit den ganzen Tintenfischen da drauf in lila und grün. Ja, mal gucken, wie sich das dann spielt. So. Das war dann auch mein kleines Unboxing zu Splatoon mit der Amiibo-Figur. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr das Spiel auch habt, wie es euch gefällt. Und ich weiß nicht genau, ob man das machen kann, so mit Freundesliste gegeneinander spielen. Vielleicht will ja mal jemand gegen mich spielen oder gegen Mary. Dann sagt Bescheid. Splatoon. Ja, dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Das war euer Bannermeister. Also, bis dann.